Sein Job war es, in die Luft zu schauen. Als Meteorologe hat er sich aber was dabei gedacht und dann im Fernsehen darüber geredet, nämlich über das Wetter. Ja, weißt du, das ist gar nicht so einfach. Wir müssen zuerst einmal wissen, wie das Wetter überhaupt ist. Bernhard Kletter hat Anfang der 80er Jahre die Wetterredaktion beim ORF mit aufgebaut. Das ist aber nur eine kleine, vorübergehende Kostprobe des Winters. Aber nicht nur im Winter. Und diese Kaltfront auf uns zu, sie erreicht schon in der Nacht vor Arlberg. Auch im Frühling. Ungefähr mal anzeigen, woher der Wind in den nächsten Stunden kommen wird. Im Sommer. In Obersteiermark, ganz im Osten noch ein paar Sonnenstrahlen. Und im Herbst hat Bernhard Kletter das Wetter angesagt. 31 Jahre lang. Bernhard Kletter war aber nicht nur als Wetterfrosch sehr beliebt. Er hat auch gesungen. Hier als Nicholas Gene Carter von den Backstreet Boys. Sich verkleidet und wieder gesungen. Wie wild dann das Wetter, Herr Kletter, wie wird's? Nein, tief wird es schlecht, Enrico, Enrico, doch im Loch ist es netter, viel netter als im Übrigen tief. Es ist eine Detektivarbeit. Mhm. Die Temperaturlinien kommen heraus aus dem Computer. Die gekocht. Ist schon getan. Ja, na, das ist mir sehr schwer gefallen, da bin ich sehr ungeschickt, aber... Jetzt geht's los. Mhm. Und hat als Mentor neue junge Wetterfrösche ausgebildet. Aber schon in den 60er Jahren gab es das Wetter im Fernsehen. Damals noch moderiert von Bernhard Kletters Vater, Leopold Kletter. Sodass wir also zum Wochenende ein ausgesprochenes, schönes und warmes Frühjahrswetter mit Temperaturen bis nahe 20 Grad haben werden. So viel über die Großwetterlage. Ich habe keiner Fliege etwas zu Leide getan. Ich habe weder unterschlagen noch geklaut. Und doch nennt man mich tu nicht gut, schimpft man mich Scharlatan. Verhöhnen und verspotten sie mich laut. Ich kann, wo ich will, hinkommen, nirgends werde ich ernst genommen. Meinen Freunden bin ich nur ein steter Grund zur Heiterkeit. Selbst beim Bäcker und beim Schlechter hör ich dröhnendes Gelächter. Der Logist wird und juckst wegen meiner Anwesenheit. Und er zeigt mit keckem Finger auf mich hin, ja auf mich hin. Weil ich Meteorologe bin. In Athen, 25 in Ankara. Was steht da? Was ist in Jerusalem? Die Frostgrenze, die geht von der holländischen Küste über das Mittelmeer. Nein, 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 nein. Nein. Bernhard, diese Karte ist ein Scheißdreck. Entschuldige den harten Ausdruck. Und heute Nacht sollten Sie ein wachsames Auge auf die... Willkommen Österreich. Es gibt Hochnebel, Bodennebel, Frühnebel. Es gibt die Nebel von Avalon oder was weiß ich. Nebel des Grauens von John Carpenter. Auf so eine Fläche Eisenstadt regnet es in einem normalen September genau so viel. Ein großes Bier, ein Krügel, einfach ein Ahäube, sagt man dazu. Also so viel regnet es im normalen September in Eisenstadt. Heuer war das eindeutig mehr, nicht zwei Bier, nicht drei Bier. Nein, viel passender zum Burgenland. Heuer hat es fast einen ganzen Doppler geregnet. Im gesamten Donautal, im Grazer Becken, nebelig, trübes Wetter. Ich verliere kurz mein Mikrofon. Hat sich der Nebel aufgelöst. Bernhard Kletter, der ORF-Wetterchef, der ehemalige. Der Wetterfrosch, ja. Finde, der ist etwas zu sparsam gewesen. Der Mann hat nämlich ein Buch geschrieben. Schauen Sie mal. In diesem Buch stehen viele Geschichten von Bernhard Kletter drinnen. Da stehen persönliche Erlebnisse der letzten 30 Jahre, wie ich sie im ORF erlebt habe, oder auch schon von meinem Vater, das ist vielleicht ganz interessant. Es sind nur 9 Seiten, aber insgesamt ist das Buch recht toll. 9 Seiten! Thank you.
ging mancher Prognose, zugegeben in die Hose. Nur einmal im Dezember 68 stimmte doch die Vorhersage für Grönland, immerhin, ja immerhin, weil ich Meteorologe bin.